Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Wie immer in Kooperation mit der EPD Film, das ist Deutschlands größte Fachzeitschrift zum Thema Film, machen wir diese Reihe und zeigen dabei immer einen oder zwei herausragende aktuelle deutsche Kinofilme, die gerade rausgekommen sind und haben den Regisseur auch eingeladen, um danach ein ausführliches Werkstattgespräch zu führen. Das wird heute auch wieder der Fall sein. Wir haben Lauf, Junge, Lauf hier heute bei uns und Ulrich Sonnenschein von der EPD Film, gleichzeitig Redakteur beim Hessischen Rundfunk, wird das Gespräch führen. Ja, wie Sie es auch kennen, bei uns gibt es keine Werbung vor dem Film, sondern ich sage sonst immer einen thematisch passenden Vorfilm. Das ist heute nicht ganz der Fall. Das Thema wäre in dem Fall der Regisseur, denn wir zeigen Ihnen jetzt den vielleicht erfolgreichsten deutschen Kurzfilm, den es gegeben hat bisher in der Vergangenheit. Denn Pepe Dankwart hat mit Schwarzfahrer den Oscar für den besten Kurzfilm vor 20 Jahren gewonnen. Und ja, das ist schon mal ein Applaus. Ja, und ich denke, es ist absolut an der Zeit und sehenswert, diesen Film jetzt wieder zu entdecken auf der Leinwand. Ich wünsche erstmal viel Vergnügen und in 12 Minuten sehen wir uns wieder. Bis gleich. Danke sehr. Ja, was für ein wunderbarer Film. Ganz toll, dass wir ihn wiedererleben durften jetzt. Als Sie den 1992 gemacht haben, haben Sie natürlich noch nicht damit gerechnet, was dann dieser Film für einen Weg nehmen würde, weil 94 ist er dann ja ausgezeichnet worden bei den Oscars. Was hat das hinterher für Sie bewirkt, vor allen Dingen? Weil wir hatten letztes Jahr eine große Oscar-Ausstellung auch hier und da hatten viele gesagt, die einen Oscar gewonnen hatten, ja, das verändert das komplett danach in irgendeiner Weise, sei es von der eigenen Erwartung, sei es von den Erwartungen der anderen. Wie war das bei Ihnen? Ich finde immer wieder, ist ja 20 Jahre her und wenn ich so drauf schaue, gerade eben, man schaut sich ja die alten Filme gar nicht so oft wieder an, das ist auch Wahnsinn, wie sich Berlin verändert hat. So unfassbar. Und auch die Sprache. Ja, das war damals unverhofft. Ich dachte, weil die Nominierung war ja schon der Hammer. Also okay, kam ja völlig überraschend. Und ich dachte, ich fahre da mal hin und touch the lion. Das war ja nicht unbedingt mein Tätigkeitsfeld, was ich mir karrieremäßig vorgestellt hatte. Und dann habe ich ihn bekommen. Das war natürlich ein verrückter Moment, wobei eigentlich war es eher schlimm. Plötzlich kannte mich jeder. Also so, das wurde ja damals in der Tagesschau komplett ausgestrahlt, sozusagen im direkten Anschluss. Also so ohne Unterbrechung oder Ausmachen oder so. Und da kannten mich und ich habe das alles so nicht wirklich ertragen. Ich hatte ja vorher schon, ich weiß nicht, 20 Filme gemacht und hatte sozusagen in der politischen Szene, in der Medienwerkstatt Freiburg. Und dann habe ich einen langen Dokumentar, bin dann geflüchtet. Also so, es war auch so, passiert ja das mit einem. Also so, plötzlich hat man immer aus dem Verborgenen gearbeitet und immer die Leute überrascht mit dem, was man macht. Und plötzlich waren die Erwartungshaltungen so, das macht etwas mit einem selber. Und dann bin ich 2 Jahre in den Krieg gefahren, um dem alles zu entkommen und habe einen Film gemacht, der heißt Nachsaison. Ich erzähle deswegen auch, weil das eine wichtige Erfahrung war, ein Dokumentarfilm mitten im Krieg, in Schwarz-Weiß mit den Wochenschaukameras, die dann sozusagen von hier bis zu dem, was ich Ihnen heute mit meinem neuen Film zeige, die Brücke schlägt, war dann 2 Jahre weg vom Fenster sozusagen. Alle haben gesagt, die Hollywood-Leute wollten mich alle haben und die Studios, bleiben Sie doch hier und gehen Sie mit, assistieren Sie Herr Petersen, haben Sie eine Karriere vor sich. Und ich habe mich da in den Balkan verzogen und habe da einen schwarz-weiß Dokumentarfilm gemacht in 35 mm. Der war aber dann mit dem Namen Nachsaison, ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt von Ihnen, der war dann sehr, sehr erfolgreich, auch in Amerika. Hatte wieder eine Oscar-Nominierung bis zu dem Zeitpunkt, bis ich sagte, dass der Film schon auf Arte lief. Dann haben sie ihn wieder zurückgenommen, weil das dagegen die Regularien war. Jedenfalls ist das der große Bogen vielleicht von heute, von diesem Kurzfilm, auch thematisch sicher eine Linie, die man ziehen kann. Rassismus, Antisemitismus, der Zweite Weltkrieg. Ja.
Es ist aber, wenn ich da nochmal nachfrage, ist es etwas, wovon man profitiert, auch bei Lauf Junge Lauf heute noch? Ich meine, es steht ja auch, damit wirbt man ja schon mal. Das ist ja schon auch ein ganz positiver Effekt. Auf den Flyern überall steht es groß drauf. Aber ist das auch bei der Finanzierung? Das macht mein Verleiher. Klar. Aber ist das auch bei der Finanzierung ein Aspekt oder spielt das gar keine Rolle? Also ich glaube so, es gibt viele Oscar-Gewinner, die nie wieder einen Film machten oder einen. Man muss sich schon immer wieder neu beweisen. Also in der Kunst ist es nun mal so, dass der Erfolg von heute Morgen Schnee von gestern ist. Und wäre ich nicht so mit meinen weiteren Filmen erfolgreich geblieben hätte. Und im unmittelbaren Zeit danach war es jetzt in Deutschland auch nicht wirklich so. Also diesen Film im Krieg, den konnte ich mir damit finanzieren. Das hätte wahrscheinlich keiner bekommen zu der damaligen Zeit, dieses Geld auf 35 einen Film im Krieg zu drehen, in Schwarz-Weiß. Aber heute auf die lange Sicht ist es schon so, weil es gibt einfach nicht so viele davon, Oscar-Preisträger in Deutschland. Kommen wir zum heutigen Film, Lauf Junge Lauf. Das ist heute der große Abschluss Ihrer Kinotournee. Sie sind seit 4 Wochen auf Tour durch Deutschland, jeden Tag an einem anderen Ort. Wie fühlt man sich da so? Die schlimme Frage des Journalisten. Aber erledigt. Ist jetzt ja ausgelaugt, nehme ich an. Was ist das heute jetzt eher so, ich freue mich, dass es vorbei ist, oder noch einmal jetzt auskosten, großes Gespräch danach? Ne, ich freue mich, dass er so gut besucht ist. Für mich der Highlight ist, man hört ja mal mit dem Besten auf, ne? So, Herr Sonnenschein sitzt da. Man ist im Filmmuseum. Ich habe eine exklusive Führung durch die Fassbinder-Ausstellung bekommen. Insofern ein großartiger finaler Schlusspunkt. Jetzt muss das Kind alleine laufen oder der Junge. Jetzt habe ich ihn angeschoben. Seit 17. ist er offiziell im Kino. Sie haben das Vergnügen, heute Abend in der Originalfassung zu sehen. Also ich habe den Film im Film sprechen alle die Sprache, die sie sprechen, die Polen, Polnisch, die Deutschen, Deutsch. Es wird Jiddisch, Hebräisch, Russisch, so. Und für mich ist das der wahre Film. In der deutschen Synchronfassung verliert man dann halt doch eine ganze Menge. Für die einen oder anderen Sensiblen im Raum würde ich eine Packung Taschentücher empfehlen. Ja, wir freuen uns dennoch auch mit Taschentüchern, dass Sie heute hier sind, dass wir danach ein langes Gespräch mit Ihnen führen dürfen. Einen großen Applaus. Pepe Dankwart, schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Heute Abend möchte ich gerne den Abend mal etwas anders anfangen als sonst, und zwar nicht direkt über den Film sprechen, sondern die ersten Minuten damit zubringen, an einen Kollegen, an einen Filmemacher zu denken, der am 23. April, also am vergangenen Mittwoch, sehr überraschend gestorben ist, und zwar Michael Glawogger. Michael Glawogger ist, das ist nicht zufällig, dass ich das jetzt hier erwähne, sondern hat auch mit Pepe Dankwart insofern zu tun, dass sie einige Filme zusammen gemacht haben in der Produktion von Quinte Films und Pepe Dankwart. Dass seine Art, Filme zu machen, der von Pepe Dankwart sehr ähnlich war, also sehr erzählerische Dokumentationen zu machen, beziehungsweise Erzählkino zu machen, das immer ein Thema hatte, immer etwas wollte, auf etwas hinweisen wollte. Seine 3 großartigen Filme, Megacities, Working Man's Death und Horse Glory, wahrscheinlich das Monument, das filmische Monument der Arbeitswelt. Pepe Dankwart, wie war das am Mittwoch? Ja, es ist immer noch schwer für mich. Ja, Michi war für mich immer unverwundbar. Es ist so ein Mensch gewesen, der ein enger Freund, ein Wegbegleiter, der unfassliche Dinge machte. Wir haben viele Filme gemeinsam gemacht, wir waren eng befreundet, wir hatten so dieselben Visionen, und viele Kollegen haben auch geschrieben, für sie ist es so auch immer Ansporn und Inspiration gewesen, diese Zusammenarbeit, diese Art und Weise, Filme zu machen, auch daran zu glauben, dass man an die Grenzen gehen kann von dem, was man filmisch im Kopf hat. Das sind ein Jahrzehnt, diese 3 Filme, die du gerade genannt hattest. Es war ein großartiger Mensch, der, Sie werden es nicht glauben, er war tatsächlich bei einer Wahrsagerin in Liberia. Also Michi war auf einer Weltreise, er hat einen Film gemacht, der heißt Untitled.
Er hat einen Film gemacht, wo er ein Jahr lang um die Welt fuhr, ohne dass er ein Thema hat sich vorgeben lassen. Und hat ihn tatsächlich finanziert bekommen. Hat ihn über 2 Millionen ist er losgezogen und wollte nicht einem Thema verfolgen, sondern das, was ihm begegnet, festhalten. Es gab so Erlebnisse. Wenn man im Dokumentarfilm macht, ein Thema hat, dann lässt man so viel liegen. Also ich erinnere mich an unsere gemeinsame Arbeit in China für Working Man's Death, und da waren wir in den Stahlarbeiterbetrieben und da kamen, also wo noch Stahl gekocht wird, und da kamen 100.000 Fahrräder in diesen riesigen Fabrikationsapparat, und ich sagte zu ihm, das musst du jetzt drehen, das ist ein tolles Bild, das ist ein Wahnsinnsbild. Er sagte, nee, wir sind hier, um Stahl zu drehen. Er hat es liegen lassen, kein Mensch hätte das sonst getan. Und er war nochmal beim Wahrsager, und die Wahrsagerin sagte zu ihm, dass er, wenn er nach Sierra Leone gefahren würde, nicht wieder zurückkommen. Und dann ist er trotzdem hingefahren. Leider hatte sie recht. Er ist an Malaria gestorben, weil er falsch mit Typhus behandelt wurde, und die Produktion hat noch einen Flieger hingeschickt und Ärzte, und auf dem Rollfeld ist er dann gestorben. Es gibt 1 Million Malaria-Tote jedes Jahr in Afrika, aber die meisten davon, weit über 90%, sind unter 5 Jahre alt. Michael Glawoger war 54, und mit dem Gedenken wollte ich eigentlich diesen Abend beginnen, einfach weil er für mich auch ein großartiger Regisseur war, der noch lange nicht die Berühmtheit erreicht hatte, die ihm gebührt. So, nun zu Lauf, Junge, Lauf. Ein Film, der sozusagen eine wahre Geschichte hat. Sie haben es gerade gesehen. Am Ende ist es unübersehbar. Die Wahrheit drängt sozusagen ins Bild. Es ist die wahre Geschichte des Joran Friedmann, aufgeschrieben von Uri Orlev und verfilmt von Pepe Dankwart. Wie ist der Stoff zu dir gekommen? Der Stoff kam über eine Literaturagentur zu mir. Die ist 2001 in Deutschland erschienen, ist ein Weltbestseller geworden, ist in 17 Sprachen übersetzt worden. Und 2008 wurden dann die Verfilmungsrechte frei, und ich habe so eine Literaturagentur, die mir solche Stoffe dann, wenn die Filmrechte frei werden, rüberschieben. Und ich habe dann das Buch gelesen, abends um 9 begonnen, und das hat mich so berührt und bewegt, und ich hatte so einen erhöhten Pulsschlag, ich konnte nicht aufhören. Es war dann morgens um 4, als ich das Buch dann gelesen hatte, zu Ende gelesen hatte, und um 9 habe ich dann das Telefon genommen und die Filmrechte gekauft. Und es war dir von Anfang an klar, dass du das in Spielfilmform machen willst und nicht dokumentarisch? Naja, das Dokumentarische ist ein bisschen schwierig, die 40er Jahre zu machen heute. Und es war genau diese Geschichte. Es war, weil die Perspektive eines Kindes als Einzelschicksal in der Etappe, also sozusagen im Alltag eines Krieges, ohne die großen Namen wie Schindler oder John Rabe, sondern eben ganz normale Leute, die im Krieg sich die Frage stellen, und das muss man sich heute natürlich ebenfalls, wie hätte ich mich verhalten? Hätte ich mir mein Haus anzünden lassen, um ein fremdes Kind zu schützen, oder hätte ich es weggegeben für eine Flasche Wodka? Dieses Naive, und naiv meine ich in diesem Falle unschuldig, an dem, was um ihn herum geschieht. Er konnte nicht lesen, er konnte nicht schreiben. Er hatte 6 Jahre im Städtele gelebt, behütet in einem jüdischen Umfeld, groß geworden, dann zusammen mit allen anderen ins Warschauer Ghetto deportiert worden, und dort hat er seine Familie verloren. Und dann ist er eben geflohen, weil auch sein Vater sagte, sein Vater war vorher schon rausgegangen aus dem Ghetto, weil er einen Platz suchte für die Familie. Und das gab so einen kleinen Fluchtweg und kam nicht zurück. Und der Vater sagte aber, Überleben ist wichtiger als Zusammenbleiben. Und das war so ein Grund, warum er dann auch diese Gelegenheit, dass er da verfolgt wurde, auf diesen Wagen sprang. Im Prinzip eine Sekundenentscheidung. Und dann jahrelang in diesen Wäldern überlebte, mit einem Überlebenswillen, mit einer Kraft, das eigentlich unvorstellbar ist,
dass das überhaupt wahr ist. Ich glaube, wenn man sie aufgeschrieben hätte, ohne dass man wüsste, dass es tatsächlich auf Tatsachen beruht, würde man sagen, da ist der Drehbuchautor ein bisschen zu weit gegangen. Und das war im Prinzip so eine, ja, Oliver Twist oder Tom Sawyer, Huckleberry Finch Geschichte, located mitten im Holocaust, und ohne dass man die Sache kleiner machte. Ich fand es sogar viel stärker, dieser Wahnsinn, dieser Metapher, dass so eine hoch ausgebildete Armee mitten in der Barbarei einen kleinen Jungen als Staatsfeind behandelt und ihn jagt ohne Ende. Das ist eigentlich so unfassbar an Ausdruck, dass das eben für mich etwas Besonderes wurde. Schon beim Lesen habe ich das gespürt und dachte, das übernehme ich jetzt und führe das auch so konsequent durch, sozusagen aus dieser Sicht dieses Jungen. Der Junge ist ja von Anfang an dabei, die Zuschauer sind in der Regel schon ab dem Zeitpunkt, wo er gleich am Anfang des Films so fürchterlich verprügelt wird, bei ihm. Und da kommen dann sozusagen einerseits die aktuellen Bezüge, die Sachen, die heute passieren, die Situationen mit Schuld, mit unschuldig, mit eigenem, wie sagt man, das hat vielleicht auch was mit Schwarzfahrer zu tun, der Zivilcourage bestimmten Dingen gegenüber, auch Haltung zu beziehen, auch wenn es eigene existenzielle Konsequenzen haben könnte. All das fand ich in diesem Stoff eben vorhanden. So kam ich dann relativ schnell zu diesem Entschluss, diesen Film. Und wenn man sich entschließt für einen Film wie diesen, dann ist das ja 3 bis 4 Lebensjahre. Da muss es sich dann auch lohnen. Wann kamst du auf die Idee, am Ende die Wirklichkeit mit reinzuholen? Oder war das von Anfang an klar, dass Friedmann sozusagen nicht nur der Erzähler im Hintergrund sein darf, sondern dass er tatsächlich Gestalt und Stimme kriegen muss? Das war von Anfang, Sie werden sich glauben, ich habe das gedreht, bevor ich es inszenierte. Also ich bin im Dezember, bevor ich 2011 schon nach Israel gefahren und habe diesen Schluss gedreht. Einerseits aus den Gründen heraus, weil ich dachte, ein 80-jähriger Mann, wenn so ein Film noch über Jahre dauert. Und mir war das einfach sehr wichtig, in dem Kreise seiner Familie zu sein, nicht als Hero, auch nicht als Held, auch wenn er ein Held ist, sondern sozusagen, dass es sich gelohnt hat, dieser Überlebenskampf jetzt in diesem Kreis seiner 6 Enkelkinder, seiner Kinder, dass da Leben entstanden ist. Das war für mich die konsequente Fortführung, und ich wusste auch, dass diese Frage so wortevident ist nach so einem Film: Was ist denn mit ihm danach passiert? Und in dieser Kurzform das sozusagen anzuschließen, war ein erstes Bedürfnis und wie gesagt von vornherein klar. Das Angenehme an dieser Szene ist ja, dass sie verhindert, um das mal klar zu sagen, dass vorne vorsteht eine wahre Geschichte, ein Etikett, was ich ganz übel finde, weil es was legitimieren soll, was der Film selber leisten müsste. Und zum anderen zeigt die Körnigkeit des Bildes, also die andere Kamera, dass Wirklichkeit und Film eben 2 unterschiedliche Dinge sind. Ja, wobei beides noch auf Film gedreht ist. Wahrscheinlich der letzte Filmfilm, weil ja das Material ausgeht und die Kopierwerke nicht mehr arbeiten. Gedreht wurde der Film auf Film auch noch, 35 CinemaScope. Das andere ist die Körnigkeit, tatsächlich ein digitales Bild, ein Alexa-Bild. Aber dieser dokumentarische Charakter am Ende sozusagen, wie die Kamera geführt wird, diese Momentaufnahmen entstanden sind bei einem Picknick, das die große Familie am Strand von Tel Aviv machte, hat natürlich etwas anderes als beim inszenierten Bild, die Landschaftsaufnahmen. Es ist in der Tat tatsächlich so eine Verbindung. Ich habe ganz bewusst am Anfang eben nicht reingeschrieben, based on a true story oder nach einer wahren Begebenheit, weil, wie du schon sagst, die am Ende dann die Überraschung noch größer ist, sozusagen, weil man dann dem Film folgt, der Geschichte folgt und nicht darüber über sich Gedanken macht und der Beleg erst am Ende über die Wahrhaftigkeit dessen, was ich zeige, klar wird. Hättest du die Geschichte auch gemacht, wenn sie fiktiv gewesen wäre? Eine gute Frage, hätte ich wahrscheinlich so nicht einfach übernommen, nein. Also es war schon ein ganz großer Beweggrund. Ich habe, wie gesagt, Joram Friedmann hat dann am Ende, weil sich dann doch viele um die Rechte beworben haben, dadurch, dass er so ein Weltbestseller war, sich Filme schicken lassen von den einzelnen Regisseuren, die sich drum beworben hatten, oder Produktionsfirmen. Und er hat sich dann sehr bewusst für mich entschieden.
Nachsaison war der ausschlaggebende Grund, dieser Film im Krieg, wo auch viele Kinder vorkommen und mein Umgang damit. Und dennoch fragte ich ihn am Anfang, und das war mir wichtig, warum ich, also wie gehst du damit um, dass ein Deutscher nun die Geschichte verfilmt. Und er sagte, es ist für ihn, die ihm so viel Leid angetan haben, eine späte Genugtuung, dass gerade die jetzt seinen Film am Ende seines Lebens ihm einen Film schenken. Und weil er glaubte, dass die Amerikaner größeren Kitsch draus machen würden. Ja, das ist ein Punkt tatsächlich. Und wenn man, ich weiß nicht, ob Sie alle Nachsaison gesehen haben, das ist eine Dokumentation im zerstörten Mostar, der sehr intensiv erzählt ist und nicht so sehr versucht, irgendwas zu beweisen, sondern der Geschichten sucht. Und insofern passt es natürlich sehr schön, weil auch dieser Film ist ja kein, ja, wie soll ich sagen, kein plakativer Nazi-Film. Also es gibt hier keine bärbeißigen, geifernden Soldaten, Nazis, SS-Schergen. Es gibt nicht mal ein Hakenkreuz, glaube ich. Es ist alles sehr subkutan und sehr vorsichtig inszeniert. Und dennoch ist natürlich die Bedrohung die ganze Zeit da. Ja, das stimmt. Es ist, kommt keine Nazi-Flagge vor in diesem Film, aber trotzdem ist der Krieg immer präsent. Und auch das Gräuel, diese Bedrohung, die beständige, das, was man eigentlich im Film nie sieht. Also es sind ja immer Geschichten, die man hört, eben von Schindler oder von John Rabe oder was auch immer, oder auch George Clooney jetzt gemacht hat, oder es wird so hochstilisiert in eine Zeit. Auch die Monuments Man möchte ich jetzt in dem Film nicht wirklich erwähnt wissen. Und ich dachte, natürlich ist es so, es geht ja uns auch alle an die normalen Menschen, die ihm begegnen. Und diese Suche, er wusste ja nicht, was Osten ist oder Polen oder was man macht, wenn man ein Kreuz schlägt. Und es gibt diesen kleinen Dialog dazu oder so, warst du denn noch nie im Wald? Und er sagt, da doch, zum Pilze suchen, aber nicht zum Wohnen. Und diese kleinen Momente, dass es die so nachvollziehbar sind, die so alltäglich sind, aber eine große Bedeutung kriegen. Und das Verhalten von Leuten, von Menschen, seine Vorsicht, die er brauchte, weil die Dramaturgie des Films ist ja, man denkt ja immer, trifft er jetzt jemand, der ihm hilft, oder trifft er wieder jemand, der ihn verrät? Das ist so die ganze Zeit ein Spannungsmoment. Und eigentlich für mich sind die großen emotionalen Szenen nicht so sehr dann, wenn er den Arm verliert, was natürlich ein großes emotionales Bild und auch ein Moment ist, aber eigentlich doch immer dann, wenn man glaubt, er ist jetzt irgendwo angekommen und dann kommt schon wieder irgendjemand und er muss wieder was verlieren. Also zum Schluss denkst du, das ist ein kleiner katholischer Junge, der hat jetzt eine Schwester, eine Familie, ist aufgehoben und dann kommt schon wieder jemand und er muss schon wieder weg. Und das sind so eigentlich diese Dinge, dieser Verlust von Sicherheit, dieser Verlust von Geborgenheit oder etwas, was einem wertvoll geworden ist, das dauernd verlieren zu müssen und trotzdem den Mut nicht zu verlieren, das ist etwas, was diesen Film so durchgängig als Subtext mitspielt. Und ich glaube auch, dass Kolja war zum Beispiel ein Film über einen Musiker und einen russischen Jungen, der mehr über den Prager Frühling erzählt hat als viele Dokumentarfilme, die über den Prager Frühling gemacht worden ist, also den Einmarsch der Russen in Tschechien nach dem Aufstand, habe ich gedacht, diese Geschichte erzählt mehr auch über diese Barbarei der Jahre, als wenn ich das jetzt mit geschichtlichen Fakten unterlege oder wenn ich jetzt sozusagen wieder intellektuell an die Sache rangehe. Es war ein klares emotionales Entscheiden und auch eine emotionale Erzählweise, die von Beginn bis zum Ende beibehalten wurde. Es gab in den letzten Jahren ja etliche Filme, die sich mit dem Nationalsozialismus, dem Holocaust und den Dingen der Zeit damals beschäftigt haben. Und es ging dann so ein bisschen so ein Wort durch die Presse, das lautete, man kann sich mit Hitler eigentlich nur noch als Komödie beschäftigen. Jetzt hast du klar dargelegt, dass man es auch als Abenteuerfilm machen kann. War das mutig, das so zu machen? Oder lag das einfach auf der Hand? Hast du gar nicht nachgedacht darüber, in welchem Kontext du diesen Film, der ja in der NS-Zeit spielt, in welcher Form du den präsentierst? War es einfach organisch aus dem Stoff heraus? Ja, ich habe nicht mehr lange und tiefe Gedanken gemacht, in welchem Kontext das nun von der Kritik oder von anderen Leuten sozusagen aufgenommen wird oder wie ich daran rangehe. Ich habe beim Lesen dieses Buches den Film vor mir gespürt. Ich habe nichts dazu gedichtet. Im Prinzip ist dieser Film nichts als die Verdichtung des Romans.
Ich wusste, dass es Bilder gibt. Also im Buch gibt es noch die lange Episode im Städtele. Dann verweilt das Buch auch im Ghetto, also das Leben im Ghetto. Aber dann habe ich wiederum gedacht, das ist alles auch schon ikonografisch als Bild vorhanden in jedem Zuschauer. Auch bei jüngeren Leuten vielleicht noch nicht so sehr, aber das sind so, weißt du, die Bilder von Schindlers Liste oder von dem Pianisten und auch von den Dokumentarfilmen. Und dann wurde es eben spannend mit der Flucht, da begann es, mit diesen Begegnungen mit der Frau Janczyk, die ihn dann diese Legende an die Hand gibt zum Überleben als katholisches Kind und nicht als jüdisches Flüchtlingskind. Deswegen habe ich solche Sachen weggelassen und verdichtet und eine oder andere Begegnung mit dem Bauern ebenfalls. Aber im Prinzip ist das, ich habe viel mit ihm gesprochen, also ich habe mich nicht nur auf das Buch bezogen, sondern eben auch Gespräche mit ihm geführt, also mit meinem Drehbuchautor, dem Heinrich Hadding, sind wir nach Israel gefahren, haben mit Uri Orlev, der eine ähnliche Vergangenheit hat, auch ein polnischer Jude, auch im Ghetto gewesen, in Bergen-Belsen, dann im KZ, und fragte ich, sind da zwei Biografien zusammengekommen? Und es war nicht so. Der eine konnte posttraumatisch lange Jahre nicht drüber erzählen. Und als er es dann begann, hat er es jemandem erzählt, der schreiben konnte. Und der hat dann eben diesen Roman draus gemacht, also ein Tatsachenroman, das ein Kinder- und Jugendbuch wurde, Schulstoff auch. Ich versuchte sozusagen anhand der historischen Wahrheit so authentisch wie möglich zu bleiben, auch in diesem Spielfilm. Insofern ist diese ewige Frage des Genres immer, macht man sowas dokumentarisch oder macht man das fiktional, wie Michael Klawocka ebenfalls, das ist so ein, es sind große Geschichten, die bleiben, Wahrhaftigkeiten, die jenseits von Genredenken erzählt werden mussten, und deswegen hat es diese Form gefunden, ohne ein großes Nachdenken. Wahrhaftigkeit ist ein schönes Stichwort, weil es ist klar und es ist uns allen klar, der Holocaust ist unvergleichlich und es ist eine einzigartige geschichtliche Situation. Dennoch hast du es in diesem Film geschafft, finde ich, aus der Geschichte, die sehr persönlich, sehr authentisch ist, einen Universalismus zu machen. Und das wird im Text ja auch schon an einer ganz prägnanten Stelle deutlich, wo der Vater sagt, du musst deinen Namen vergessen, aber vergiss nie, dass du Jude bist. Also er wird sozusagen schicksalhaft Darsteller, wie Ahas war der ewige Jude, aber eben nicht mehr individuell, sondern universell. Auch persönlich. Auch persönlich. Ich finde gerade persönlich, weil am Anfang dieses Films habe ich nur Fragmente dieser Wiederbegegnung gezeigt. Man muss sich vorstellen, es ging ja im Grunde immer um 100, 150 Kilometer um Warschau herum. Dieses Kind ist dann nicht 1000 Kilometer in eine Richtung gelaufen. Es war deswegen also keine Koinzidenz, dass er seinen Vater dort unter der Brücke wiedergefunden hat. Und auch so unglaublich, das klingt so als Zufall oder so. Es ist auch keine Dichtung oder Erfindung, das ist so passiert. Im Buch selbst wird das alles sehr chronologisch erzählt und da steht auch diese Begegnung am Anfang. Und ich habe mich dafür entschieden, das erst am Schluss zu erzählen, weil diese Emotion, die dort an Höhepunkt erreicht oder auch an Dichtheit, habe ich gedacht, geht gar nicht, dass man dann weitererzählt. Das war so eine Endverdichtung. Und ich wollte es aber andeuten. Und dann wurde mir dann eben auch klar, dass als ich ihn geschnitten habe, jeder denkt und glaubt, und es war auch so, dass der kleine Jurek den Schulweg vergessen hatte. Bei einer Schulvorstellung haben doch schon Kinder auch mal gefragt, sie waren 12, 13, als ich mit Joram den Film in Polen vorstellte, haben sie denn wirklich ihre Familie vergessen? Und er sagte schon, ja. Also er war katholisch, er hat eine Familie gefunden. Das war, natürlich hat er das so sehr verinnerlicht über diese Jahre, mit dieser Legende zu leben, dass sie seine eigene Identität wurde. Und erst in der Auseinandersetzung dann mit Moshe, als sie dann plötzlich auch wieder mit der Sprache seiner frühen Kindheit konfrontiert wurde, als er Jiddisch gesprochen wurde, weil in Polen wurde in den jüdischen Familien oft Jiddisch gesprochen, zu Hause oder am Sabbat. Als er dann wieder hinkam und diese alte, vertraute Umgebung, diese so lang verdrängte Umgebung und dann die Erinnerung wieder kam beim Anblick der Bäckerei und den Kindheitserinnerungen, erst da wurde ihm das persönliche Versprechen an die Familie und seine Entscheidung, dann nicht wieder zurückzugehen,
sondern ins jüdische Waisenhaus, war nicht eine ideologische oder eine religiöse Entscheidung. Es war eine Familienentscheidung. Es war für mich dann auch wichtig, weil klar, wenn man weiß, es war 1946 die zionistische Bewegung, der Bund und die, noch die Engländer haben noch gekämpft. Das war sozusagen die eine, also das Wissen, der Hintergrund, aber die, ein 10-jähriges Kind, also in diesem Fall 11 Jahre, war eine ganz persönliche Entscheidung. Das war mir dann auch wichtig, also so zu erhalten, einerseits die historische Situation zu zeigen, von denen dieses Wissen noch sozusagen ankommt, und aber seine Entscheidung keine ideologische, auch keine religiöse war. Er erzählte mir, dass er lange im jüdischen Waisenhaus noch jede Woche ein- bis zweimal in die Kirche gegangen ist. Also auch noch im Waisenhaus. Aber er lernte dort schreiben, er lernte dort rechnen, er konnte sein Abitur machen und er konnte dann Mathematik studieren und ist erst weg in den 60er Jahren, 62, aus Polen, als er schon an der Universität unterrichtete und dort die Parolen an der Wand, so Graffiti standen, wir wollen keine jüdischen Professoren an unserer Universität. Das war so der Grund, warum er dann auch wirklich dann sich entschieden hat, nach Israel zu gehen. Die Geschichte ist ja nicht konsequent linear erzählt, also es gibt nicht den Anfang und dann den Schluss, sondern es ist so ein bisschen gebaut. Wie hast du das entschieden? Wie hast du dich szenisch vorgearbeitet oder gab es diese Höhepunkte schon beim Lesen? Ja, ich habe versucht, eine nicht redundant zu erzählen, also bestimmte Sachen, also jede Episode in diesem Film hat so einen ganz eigenen Kern und eine ganz eigene Aussage. Und am Anfang hatte ich drehbuchmäßig auch eine chronologische Erzählung. Die Szenen im Wald waren ungefähr doppelt so lang. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel mehr im Wald gedreht. Ich habe auch sehr viel mehr im Ghetto gedreht. Habe aber dann gemerkt, dass das zum Teil ein Film im Film wurde und die Chronologie, also das ist einfach so aufzureihen, eigentlich nicht wirklich funktioniert, weil erst ab dem Zeitpunkt bei Testvorführungen merkte, also bei Frau Janschik ist, da ist man dann sehr bei ihm. Und aus diesem Grunde habe ich dann versucht, sozusagen die Zeitsprünge zu machen und auch die Erinnerung ans Ghetto als Albtraum mit einzubauen. Das sind so Sachen, die dann am Schneidetisch entstehen. Ich glaube, dass es auch richtig war, so in so eine Art interessante Erzählung, ohne dass ich etwas wegnehme und ich konnte noch verdichten. Also, der Film war 147 Minuten und dann musste ich eine halbe Stunde rausnehmen, weil ich gefühlt habe, es ist zu lang. Und jetzt sind wir bei 108 und das ist so die Länge, die er hält und die Zuschauer dabei bleiben. Du hast am Anfang gesagt, man wollte nicht, dass Hollywood das macht. Ein Element, was Hollywood niemals gemacht hätte, ist, den Hund zu töten. In Hollywood-Filmen werden Hunde gerettet. In jedem Katastrophenfilm, können Sie nachprüfen, wird irgendwann ein Hund gerettet. Der Hund gilt sozusagen als Wahrheitsgarant, indem er überlebt. Hier wird er zum Wahrheitsgarant, indem er stirbt. Ja, das war für mich immer klar, dass, also schon als wir die erste Sitzung hatten, Heinrich und ich, dass das wahrscheinlich die Leute mehr bewegt als 10 tote Menschen. Das ist so ein Hund und es ist auch so. Im Kino, da ist der erste Moment, wo die ersten Cola-Augen, also das ist, natürlich hat er da auch einen Freund und das ist noch Lassie und das ist so ein bisschen so dieses Abenteuer und dieses Märchenhafte, was das Ding ja auch hat, also im besten Sinne märchenhaft, weil es ja sozusagen Märchen doch auch eine Metapher sind auf Realitäten. Ich dachte aber, es gibt da harte Momente, also es gibt auch Leute, die ihn für mich sehr, sehr hart finden oder auch wenn ich jüngeren Leuten gezeigt habe, aber gleichzeitig immer diese Leichtigkeit, die ich brauchte, um dann nicht so völlig deprimiert nach Hause zu gehen und 2 Tage irgendwie nicht mehr fähig zu sein, ohne dass ich es soft mache, also superficial, also diese schmale Grat in der Erzählung, ohne die Härte zu nehmen, gleichzeitig auch so eine Balance zu finden der Erzählung, dass man bei ihm ist, er berührt ist und emotional mitverfolgt, dieses Fußballspielen dazwischen drin oder natürlich ist, also es hat er mir erzählt, dass er halt dann angefangen hat, auch ein bisschen zu übertreiben überall, also wie seine Eltern umgekommen sind und das mit Hitler, das ist eine Drehbuchidee, in der Tat, das ist sozusagen kein authentischer Satz, den er tatsächlich mir erzählte, aber sozusagen sinngemäß dessen, was er mir erzählt in dieser kleinen Collage. Das war schon wichtig und ich fand dann auch, weil der Film erzählt sich ja elliptisch,
Also elliptisch bedeutet, dass man über Auslassungen erzählt und dass all das, was im Bild nicht bildhaft zu sehen ist, sondern ausgelassen ist in dieser Collage, da gehörte diese kurze Sequenz mit diesem Hund dazu. Der Verlust des Armes ist natürlich die heftigste Szene überhaupt, vor allen Dingen deshalb, weil der primäre Unfall ja nun gar nichts mit dem Verfolgtsein oder mit irgendwelchen Nazi-Schergen oder so zu tun hat. Der Verlust am Ende dann schon, aber mit dem polnischen Antisemitismus. Das ist ja doppelt bitter. Das stimmt, ja. Wobei auch dort natürlich dieser Offizier, Rainer Bock, der die Figur spielt, wurde auch mal gesagt, ja, haben Sie dem denn was abgewinnen können? Also so dieser Aspekt, er lässt den ja am Leben, also ihn zum zweiten Mal sieht und er sagt, nö, wie denn? Es war nichts Gutes an der Figur. Der Mann hatte einfach nur die Macht über Leben und Tod. Und das ist ja eigentlich noch schlimmer. Also sage ich, schenke ihn dir, weil ich mit dir mein Schäferstündchen am Freitag weitermachen will. Das ist eigentlich noch absurder und noch böser. Und ich hatte ihn dann noch Szenen gedreht, wie er dort mit seinem Schäferhund immer Stöckchen in Richtung von dem kleinen Kerl wird und er immer erschrocken ist, weil der Hund dann apportierte. Und also so diese beständige Gefahr war da schon, dass der Mann dir seine Meinung ändert oder einfach mal schlecht drauf ist und ihn dann halt doch, ich meine, da war ein paar Tage vorher bereit, ihn mit der Knarre im Kopf zu schießen. Und das hat er vorher getan, wie man in einem kleinen Messer sieht, von seinem Freund Josele, das ihn dann auch gewarnt hat. Diese Doppeldeutigkeit war das natürlich, es war noch schlimmer, dass die Karrieristen, junge Ärzte, die Karriere machen wollten innerhalb des Systems, dann sagen sie, operieren diesen kleinen Jungen nicht. Und auch diese Verlorenheit, die dann in diesem Bild in Gang dann, wie ich finde, zementiert wird, dieser Albtraum und diese Verlorenheit in diesem trostlosen Gang abgestellt zu sein, das war natürlich sozusagen ein Konstrukt, ja, das gehört alles zusammen, aber es ist keine Doppelung oder doppelschlimm, sondern es war die ganze Zeit so bedrohlich für den Jungen. Er hatte keine Sekunde, außer wenn er Fußball spielte und selbst dort beim Pinkeln, beim Wettpinkeln mit den anderen Jungs ebenfalls auch keine Chance. Also er war eigentlich immer unter dem Damoklesschwert des Verfolgtseins und des Todes konfrontiert über die Jahre. Du hast gesagt, du hast den Film komplett auf Film gedreht. Wie schwierig war es, den amputierten Arm zu inszenieren? Das kommt immer die Frage. Also der hat noch beide Arme. Ich habe ihn auf den Rücken gebunden und eine Prothese machen lassen, so wie man das eben früher machte. Und mit den guten alten Prothetics, Make-up-Artists geht das heute noch. Auch vor allen Dingen, wenn du auf Film drehst. Ne? Auf diesem Hochglanz-Video-digitalen Kram ist es schon viel schwieriger. So hat es ganz gut funktioniert, ja. Du hast ja den Jungen mit einem Zwillingspaar besetzt, also sozusagen zwei Identitäten mit zwei verschiedenen Persönlichkeiten. War das der Grund oder war es einfach mit die Drehbeschränkung mit Kindern unter 14, 6 Stunden am Tag, glaube ich, sind es zu umgehen? Hat es jemand gemerkt? Wusste es jemand, dass es Zwillinge sind? Ja, inzwischen weiß man das. Ja, stimmt. Camille und Angie. Ich habe natürlich wusste ich von Beginn an, das wird eine schwierige Entscheidung, diese Figur, diese Rolle zu besetzen. Weil klar, mit dem Jungen steht und fällt der Film. So hatte ich 700 Kinder gecastet über Castingagenturen in Deutschland, in Polen. Und noch 2 Wochen vor Drehbeginn, also vor geplanten Drehbeginn, hatte ich immer noch keinen. Und ich sagte immer, Leute, glaubt mir, ich war ja auch Produzent des Films, insofern konnte ich mir diese Freiheit erlauben, ansonsten hätte ich wahrscheinlich ziemlich früh Ärger gekriegt. Ich sagte, der Junge kommt, ich weiß, dass er durch diese Türe da muss, eines Tages wird er da auftauchen. Und so kam dann Angie alleine und machte die Audition super, improvisierte toll, hatte diese fotogene Ausstrahlung, auch dieses kindliche Charisma, das er hatte. Und dann entschied ich mich für ihn, wusste, dass ich ihn habe. Und dann sagte er zu mir, ich habe auch einen Zwillingsbruder.
Ja, na toll. Na, bring den doch mal mit zu Proben, habe ich dann zu ihm gesagt. Und das wissen Sie vielleicht nicht, ich bin auch ein eineiger Zwilling. Also ich habe diese Erfahrung von eineigen Zwillingen auch in der Kindheit durchlebt. Mein Bruder macht übrigens auch Filme. Also die Dankwart ist in sich am Begriff. Und da war mir dann relativ schnell klar, Zwillinge sehen sich, und das war ja auch meine eigene Erfahrung als Kind, bis zur Pubertät kennt man das Ich noch nicht, da ist man das Wir. Also so, man definiert sich gemeinsam als Zwilling. In meiner Schule riefen die uns manchmal gar nicht mehr beim Namen, weil sie uns sowieso nicht auseinanderhalten konnten. Sagten, hey Zwilling, komm mal her. Also so, ich wusste diese Art von Erfahrung und ich wusste aber auch, dass mein Bruder und ich grundverschieden sind. Und das merkte ich dann bei den beiden auch. Der eine, also die sehen zwar äußerlich gleich aus, sind ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, fast immer in allen Zwillingskonstellationen. Der eine so introvertiert, sehr sensibel. Wenn die Mama am Wochenende kam zum Besuch auf den Dreh, dann weinte der, wenn die wieder wegfuhr. Und der andere hat noch nie eine Träne vergossen, selbst wenn er sich verletzt. Aber der wollte auf Bäume klettern, der wollte kämpfen, der machte Jiu-Jitsu. Also sozusagen der eine extrovertiert, stark nach draußen, der andere so eher zurück, feinsinnig, sensibel. Und dann habe ich halt zwei so wunderbare Kinder gehabt, hochbegabt, die ich übereinander legen konnte in eine Figur, weil ich meine, das sind ja keine Schauspieler, das sind 10-jährige Kinder. Und was die für eine Performance abliefern, ist ja Wahnsinn. Das hat man wahrscheinlich im Kino so in dieser glaubhaften und wahrhaftigen Art selten gesehen, oder wenn überhaupt. Das lag aber daran, dass sie die gesamte Bandbreite der Emotionen und der Möglichkeiten des Spiels aufgrund ihrer eigenen persönlichen Voraussetzungen mitbrachten. Weil Kinder spielen sich natürlich im großen Teil natürlich selbst. Und dann, als ich das gemerkt hatte, musste Kamil immer weinen. Er musste jede Szene drehen, in der geweint wurde, und der andere durfte immer in den Sumpf und auf die Bäume klettern. Ist auch gemein. Du hast den Film nicht nur in Polen, sondern auch mit polnischen Darstellern gedreht, und zwar nicht mit irgendwelchen polnischen Darstellern, sondern mit relativ bekannten polnischen Schauspielern. Das war ja als Produzent und Regisseur dann eher eine Verschärfung der Arbeitsbedingungen für dich, der du ja die Sprache nicht fließend sprichst. Das ist ein Irrtum, das dachte ich eigentlich auch, und davon geht man auch aus, aber es war viel leichter, als die meisten glauben. Ich hatte natürlich für mich und die Kinder eine Person eingestellt, die quasi unsere Stimme wurde. Die war quasi Pepe und Ola, so hieß das Mädchen, die waren eins für die Jungs und umgekehrt. Und die war 24 Stunden mit den Kindern zusammen. Also da entstand so eine ganz intime Vierergruppe. War auch emotional, oder man fasste sich an oder man spielte zusammen und so. Das war die Übersetzerin. Sie hat quasi übersetzt und hat sich um die Kinder gekümmert. Sie half mir auch, und sie half mir dann auch, was die Korrektheit der Sprache angeht. Dann hatte ich noch, ich hatte drei Assistenten, einen First AD, Second und Third Regieassistent. Zwei davon waren Polen oder zweisprachig. Ich hatte ein zweisprachiges Drehbuch. Und man beginnt sehr schnell, die Melodie einer Sprache zu erkennen. Also wenn man auch die Worte kennt und wenn man so lange dreht und wenn man das ganze Ding sowieso kennt, ist sozusagen die Melodie einer Fremdsprache. Am Anfang war Polnisch für mich ganz kalt. Und je länger ich spürte ich so das Herz und den Pulsschlag auch dieser Sprache. Und, aber ich konnte mich aufs Spiel konzentrieren. Ich habe mich einfach sozusagen, ich habe nicht auf Versprecher geachtet oder auf Intonation von der Sprache, sondern wenn ich gehört habe und gefühlt habe, dass das, was sie spielen, bei mir ankommt, habe ich mehr die Regie geführt über das Spiel und den Ausdruck, den sie hatten. Und sprachlich war es mit den erwachsenen Schauspielern kein Problem, da konnte man auch Englisch, die paar Brocken Polnisch kamen dann auch. Also es war sehr, sehr, sehr viel leichter, als viele glaubten, in dieser Sprache dann oder in einer fremden Sprache, die mir nicht geläufig war. Jiddisch genauso. Ich meine, das war eine Entscheidung, die ich erst am Set getroffen hatte, dass die Szene mit Moshe in Jiddisch gesprochen werden sollte. Und dann mussten die 3 Wochen sich vorbereiten, sowohl der Junge wie Moshe, der auch kein Jiddisch sprach, zwar Israeli ist, aber kein Jiddisch sprach. Und es war dann interessant, weil der eine in Israel einen jiddischen Coach hatte, der mehr so vom deutschen Hintergrund kam, und die Jungs
das haben übrigens immer beide gelernt, also es war nie jemand, auch wenn klar war, wer was spielt. Sie haben das immer gemeinsam gemacht, hatten eine polnische, jiddische, weil das ist dann doch eine sehr variantenreiche Sprache. So eine Region, Breslau und Warschau, ist jiddisch anders gefärbt. Dieses Aufeinandertreffen dann war sozusagen eine Spannung, die ich dann auch lernen musste. Man spürte das dann auch selbst, weil die beiden, also das Kind und Itai, in einer Sprache sprachen, die sie eigentlich nur phonetisch gelernt hatten und nicht eigentlich verstanden haben. Spielen sie es mit einem Ausdruck, mit einer Intensität, weil sie den Inhalt kannten und auch die Form. Es kommt dann nicht auf die Ausformung der Sprache an. Es war tatsächlich so ein Verständigen auf verschiedenen Ebenen. Den Film gibt es auch synchronisiert. Ich kann mir es kaum vorstellen, zumal die Sprache nicht nur einfach Träger von Informationen ist, sondern in der Handlung eine enorme Rolle spielt. Ich glaube, die Szene, wo der Vater erschossen wird, hätte er verstanden, was oben auf der Brücke gesprochen wird, wäre er nicht losgelaufen und hätte es wahrscheinlich überlebt, weil es eine ganz harmlose Situation war. Da war ja kein Verdachtsmoment da. Diese beiden Soldaten auf der Brücke, die wären irgendwann weitergefahren und alles wäre gut gewesen, hätte er die Sprache gekonnt. Also diese sprachliche und dasselbe mit dem Jiddisch, in dem Moment, wo das Jiddisch auf ihn zukommt, kommt die alte Persönlichkeit wieder zu ihm zurück. Also das alles einzudeutschen, nimmt dem Film doch ungeheuer Wirkung. Also in der deutschen Fassung ist Jiddisch beibehalten und auch das Hebräisch am Ende. Also das ist auch in der deutschen Fassung noch drin. Aber natürlich hat es einen anderen Punch. Also das Original. Also ich finde viel stärker noch die Verhörsituation bei dem SS-Offizier, wo er manchmal Polnisch spricht, also sozusagen gebrochen Polnisch, gelerntes Polnisch, wie deutsche Offiziere in Polen dann mussten. Und auch die Sprache des Kindes, wenn sie zuerst Polnisch und dann in Deutsch, sagte ich kein Jude. Also so diese, ja, es ist wie wenn du heute ins Ausland fährst und dich verständigen musst und auch selbst als Besatzer dich in einem fremden Land dann an manchen Sachen oder umgekehrt. Also es hat eine größere Authentizität, deswegen viele Leute sagten am Anfang zu mir, mach das auf Englisch, das ist für die internationale Vermarktung und ich hatte schon mal diesen Fehler gemacht bei Semana Santa in Spanien einen Film zu drehen in englischer Sprache, das ist ein Desaster. Und ich wusste auch, wenn ich auf Englisch drehen würde, hätte ich einen englischen Cast gebraucht. Ich hätte sozusagen in England oder in angelsächsischen Raum Kinder und auch die Schauspieler suchen müssen. Und mir war so wichtig, ich meine, diese Gesichter, denken Sie an den Fischer. Also das sind ja Landschaften oder auch die Glaubwürdigkeit dessen, was im Land, Schauspieler, die in diesem Land groß geworden sind, eine andere Art von Verflechtung, soziokultureller Art mit dem Leben und der Geschichte haben. Und deswegen war für mich dann auch wiederum gegen viele Widerstände und das auch, weil ich eben nicht nur Regie und am Drehbuch gearbeitet habe, sondern auch produziert habe, die Freiheit, mich gegen solche Art von wirtschaftlichen Interessen entgegenzustellen und zu sagen, wir drehen das in der Originalsprache. Der Film hatte in Polen bereits Premiere. Wie haben denn die Leute in Polen darauf reagiert, dass ihnen jetzt von einem Deutschen der eigene Antisemitismus vorgehalten wird? Deutlich besser als erwartet und auch deutlich besser als auf den Film Unsere Väter, Unsere Mütter. Wir hatten Premiere am 8. Januar in Warschau. Am folgenden Tag, also am 9. ist er dann ins Kino gekommen. Der Welturaufführung war dann Joram Friedmann mit seiner Familie auch da, und zwar in diesem neuen Museum auf dem ehemaligen Gelände vom Warschauer Ghetto gegenüber dem Mahnmal, wo Brandt auch den berühmten Kniefall machte. Und das war natürlich ein historischer und mythisch auch hochgeladener, emotional hochgeladener Ort, so eine Welturaufführung mit so einem Film zu machen und zumal dann auch noch zum ersten Mal von Joram und Uri Orlew den Film gesehen zu haben. Also das war schon ein wirklich bemerkenswerter Tag auch für mich. So eine große Spannung, die sich da aufbaut. Und in Polen war der Film höher beworben als der Hobbit, der am selben Tag gestartet hatte. Die gesamte polnische Presse war da und er hat in Polen über 120.000 Zuschauer gemacht. Das ist, also wenn wir das nur diese Zahl erreichen würden, muss man mal 4 nehmen, ist ja ein kleineres Land und auch von der Infrastruktur. Es ist so,
die Polen oder die 70 Jahre dazwischen machen es vielen jetzt einfach leichter, darüber auch differenzierter nachzudenken. Also wenn man sich überlegt, das haben mir viele auch erzählt, Lukaczewicz oder Samorowski, in den 50er, 60er, 70er Jahren gab es in Polen eigentlich nur Partisanen, nur Widerstandskämpfer. Also wie in Deutschland auch keine Nazis gab 1946, ne? Die waren ja alle da. Und diese Art von Aufarbeitung hat jetzt Zeit gebraucht und die haben dann schon sehr schnell erkannt, dass dieses nicht ein Schwarz-Weiß-Denken ist, dass diese Figurenführung sozusagen, dass das Böse und das Gute in jedem Menschen vorhanden ist und dass es darauf ankommt, was man in sich zum Vorschein kommen lässt. Also so wie gesagt, die Zivilcourage oder so, wie verhält man sich im Leben und dass es dort eben auch Kollaborationen gab und es gibt ja auch noch andere polnische Filme, die zurzeit entstehen oder entstanden sind. Herr Ida, sein Film oder Aftermath, also über einen Judenprogrom von Polen ausgeführt unter der deutschen Besatzungszeit, aber ohne die Deutschen. Das wurde eine gesellschaftliche Diskussion. Auch dieser Film hat richtig, also der Regisseur dieses Films von Aftermath, der wurde richtig mit dem Tode bedroht und als Netzbeschmutzer beschimpft. Gleichzeitig aber ist auch so eine Stimmung da, dass man sagt, die Schauspieler, Lukaczewicz, der Vorsitzende der Schauspielergewerkschaft, der hier den alten Arzt spielt, der sagte, mein Enkel ist 8. Das ist genau die, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, dachte ich an diesen Jungen. Ich finde es Zeit auch, dass wir das in Polen so diskutieren müssen. Und ich finde, ich habe immer daran geglaubt, dass, weil die Filmförderung nicht mitgegangen ist, aus diesem Vorurteil heraus, ich finde, das ist ein Ausdruck der Zeit, auch des Zusammenwachsens von Polen und danach den Deutschen oder sagen wir ein Zusammenwachsen von einem gemeinsameren Denken in Europa, dass ein deutscher Regisseur eine polnisch-jüdische Geschichte in Originalsprache mitten in der Shoah oder im Holocaust drehen kann. Das wäre vor 20, 30 Jahren ja nicht möglich gewesen. Und insofern denke ich, ist es ein positives Zeichen, wenn so eine Koproduktion über Länder, und die Franzosen waren noch mit dabei, wenn sowas stattfindet, dann ist es, wenn es so begriffen wird, dann ist es ein positives Zeichen und so wurde es auch aufgenommen. Wir kommen gleich zum Zuge. Eine Frage habe ich noch, und zwar abschließend tatsächlich. Du hast 6, glaube ich, habe ich gezählt, Spielfilme gemacht, insgesamt 40 Filmprojekte, also 34 Dokumentarfilme. Für die Dokumentarfilme bist du eigentlich bekannt und berühmt. Heimspiel, Höllentour, Am Limit, Fräulein Devi, wie sie alle heißen. Ich will jetzt nicht auf den Genreunterschied hinaus, das haben wir, glaube ich, hinreichend geklärt. Es ist ein Moment, was all diese Filme verbindet und selbst Joschka und Herr Fischer, es sind immer Menschen am Rand oder in Extremsituationen, die du porträtierst. Geht das so weiter? Na, ich glaube schon. Ich glaube, dass am Rand oder in der Extremsituation viel mehr klar wird, was in der Mitte passiert. Also sozusagen, was so im Mainstream oder sozusagen im kleinen, im leichteren Unterhaltungs- oder im alltäglichen Leben so an den Rändern, da entscheidet sich viel mehr der Existenzialismus. Und ich glaube auch, die Kunst arbeitet sozusagen von dort aufmerksam für die Bevölkerung sozusagen, Impulse zu setzen, Zeichen zu setzen, weh zu tun. All das gehört meines Erachtens zur Wahrhaftigkeit oder zur Nachhaltigkeit, ist, glaube ich, das bessere Wort, wenn es nicht nur so eine superficial kind of Entertainment sein muss. Und dazu bin ich eben kein Teil davon. Also das interessiert mich nicht, das hat mich nie interessiert. Das heißt, an den Extremen, interessiert mich auch viel mehr. Ich finde, wenn ich mit Extremfiguren, mit Menschen, die in Extremsituationen stecken, extreme Charaktere oder auch extreme Situationen, das habe ich, glaube ich, gemeinsam mit meinem verstorbenen Freund Michi, da erzählt man mehr über den Zustand der Welt, als wenn man nur in der Mitte leichte Unterhaltung macht. So, jetzt dürfen Sie, wenn Sie möchten, gerne noch Fragen an Pepe Dankwart richten. Geben Sie mir einfach ein Zeichen und ich komme mit dem Mikrofon zu Ihnen. Trauen Sie sich. Sie können doch einfach sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Ja, wir können dann, ich glaube auch, das ist ein bisschen schwer nach so einem profunden, vorbereiteten Fragekatalog und nach so einem Film, da will man dann, glaube ich, jetzt auch einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich verstehe das. Na, aber hier ist eine Frage. Ich
möchte keine Frage stellen. Ich möchte meinen Riesenrespekt und meinen Dank aussprechen. Ich danke Ihnen. Ja, ich kann das auch nur sagen und mir ist aber etwas klar geworden, was mich beschäftigt. Und zwar dieses hartnäckige Festhalten am Judentum. Und nicht nur am Judentum, auch am Christentum. Was mir da jetzt, also ich meine, da können Sie ja nichts dafür, das ist ja der Gang der Handlung, aber dass also das Wichtige ist ja nicht Jude zu sein oder Christ oder Mensch, also sich zu helfen, das wird ja auch klar eigentlich. Aber der Vater stellt also das Judentum über die Mutter, über sich selbst und so weiter. Also da ist bei mir irgendwie ein Wunderpunkt. Ich glaube, was damit vornehmlich ausdrückt, war, vergiss nie, woher du kommst. Vergiss deine eigene Identität nicht. Das hat er in dieser Form ausgedrückt, sozusagen in der religiösen Tugend, also in der Lebensform, in die er hineingeboren wurde. Auch wenn du mich und Mama vergisst, vergiss nie, wo du hergekommen bist. Also vergiss nicht deine Wurzeln, deine Identität. Und im Prinzip ist es eine identitätsstiftende Frage. Was macht Identität aus? Ich glaube, dass die frühkindliche Identität sozusagen die ersten, also wir sind ja so sekundäre Nesthüpfer, die Soziologen nennen die Menschheit so. Also wir brauchen die ersten Jahre mit den Eltern, weil wir nicht in der Lage sind, nach der Geburt alleine zu überleben. Das heißt, das prägt uns sehr, diese ersten 5, 6 Jahre. Das ist, und ein bisschen damit verbunden war das mit dieser Aussage auch. Und insofern wurde es jetzt sehr, also Jugendliche haben mich auch schon mal gefragt, woher kommt Identität? Wie bestimmt man sich selbst? Und ob das nun religiös, Religion beginnt dann immer auch wichtig zu werden, dass, wenn es existenziell wird. Menschen, die krank werden oder sterben, als meine Mutter Krebs bekam zum Beispiel oder mein Vater seine Nieren verloren, da sind die beiden doch sehr religiös geworden, was sie vorher nie waren. Also dann glaubt man plötzlich an etwas Überirdisches, an etwas Existenzielleres in der Auseinandersetzung, an Überirdisches. In der Kindheit ist das ebenfalls ein ganz bestimmender Faktor. Und ich würde das jetzt nicht als eine, wie sagt man, als eine absolute also eine Besetzung von religiösem Totalitarismus sehen, sondern zu sagen, dass man Religion über alles stellt. Es ist in diesem Kontext zu verstehen und dann kriegt es dann auch eine andere Klarheit. So habe ich das auch gar nicht verstanden, sondern ich hätte als Mutter meinen Kindern gesagt, egal, ob du jetzt dich als Christ oder als sonst was, selbst als Nazi hat es ja gegeben, dass ein Hitlerjunge da sozusagen einer Hitlerjunge gewesen ist, also als Jude. Ja? Also ich hätte meinen Kindern gesagt, du kannst alles machen, ja? Du musst ein anständiger Mensch bleiben, aber du kannst alles tun. Und das hat mich irgendwie... Das tut mir wirklich weh. Das ist ja nicht so, dass es nur in diesem Fall so ist. Ich glaube, das ist in sehr vielen, also es gibt ja religiöse Auseinandersetzungen und Gehässigkeiten und was weiß ich was. Und dass also gerade dieses, das allgemein Menschliche, dass das so wichtig ist und alles andere eigentlich nicht so wichtig ist. Auch wichtig ist und Respekt verdient. Aber das ist etwas, was mir eben zu schaffen macht, dass das so existiert. Lassen wir mal so stehen, glaube ich. Das ist Ihre Ansicht. Dankeschön. Ich wollte eigentlich nichts dazu sagen, aber es drängt mich jetzt doch. Für mich ist diese Aussage sehr wichtig dahingehend, dass der Vater gesagt hat, vergiss nicht, dich selbst zu verleugnen. Und gerade in dieser Zeit haben sich so viele Menschen verleugnet. Und dafür, finde ich, steht das.
Und das ist sehr gut verfilmt. Ja. Ja. Also nochmal auch zu der Dame jetzt. Also die Dame vor mir, das fand ich sehr konfus und auch ein bisschen unverschämt. Ich finde, dass der Regisseur das total super gut gemacht hat. Das mit dem Judentum musste hier im Vordergrund stehen. Es ist eine Identität. Also ich meine, ich will jetzt aus persönlichen Erfahrungen sagen, dass wir auch geflohen sind. Und wir mussten, um zu überleben, einen Teil unserer Identität verleugnen. Das habe ich dann aber ganz schnell wieder abgelegt, weil das total unbekömmlich ist. Das heißt, ich bin jetzt der, wo ich herkomme, aus dem Nest. Ja, das wollte ich jetzt nur mal sagen. Und ich finde auch völlig richtig, Jude ist Jude. Und das ist etwas wahnsinnig Kostbares, zu sagen, ich bin Jude und ich vergesse das nicht. Vielen Dank. Wenn jetzt keine weiteren drängenden Fragen mehr sind, dann würde ich das jetzt hier beenden. Es gibt eine ganz wichtige Frage zum deutschen Film stellen musst. Genau. Wir haben ja die große Chance, hier einen Gründermitglied der Deutschen Filmakademie zu haben, der auch im Vorstand sitzt. Und die Reihe hier heißt nun mal, was tut sich im deutschen Film? Und genau diese Frage möchte ich eigentlich jetzt stellen aus der Sicht von jemandem, der das sehr, sehr intensiv auch verfolgt und auch beim Deutschen Filmpreis ja sehr involviert ist. Was tut sich denn so gerade? Wie schätzen Sie das ein? Es tut sich eine ganze Menge. Das wird wahrscheinlich die meisten sagen, die hier vorne sitzen. Man sieht eine große Bandbreite von Ausdrucksformen, von stilistischen Mitteln, die im deutschen Film nebeneinander entwickelt werden. Was die Stichwörter angeht, das ist F-Dogma von Lovestick bis hin zu klassischen großen historischen Erzählungen wie Die Heimat, zu historischen Filmen wie Lauf, Junge, Lauf oder auch Dinge, die auch hier brennt. Dokumentarische Formen, die in die Erzählungsform hineinwachsen. Wir sind international, glaube ich, jetzt auch langsam konkurrenzfähig. Also die Zeiten des Autorenfilms, wo wir es waren, nach dem Stillstand des Dritten Reiches, also auch weil die UFA, viele sind gegangen, viele jüdische Kreative sind gegangen. Wir haben wahnsinnig viel Intelligenz verloren. Durch diese Zeit, die Rückkehr auch in diesem Sinne ist spürbar. Die Internationalisierung des deutschen Films ist ein bemerkenswertes Phänomen, das man wahrgenommen wird. Also dieser Film zum Beispiel ist international in so viele Länder verkauft worden. Er wird jetzt in den USA ins Kino kommen, er wird in Österreich, in Frankreich, in Italien ins Kino kommen, in Ungarn nächste Woche, in Tschechien, in Japan, in Südkorea. Also es ist etwas, das wir universeller auch erzählen, dass das wahrgenommen wird, dass der deutsche Film interessant geworden ist. Und ja, abschließend würde ich sagen, da tut sich was. Wunderbar, ich danke sehr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, ich danke Pepe Dankwart fürs Kommen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, herzlichen Dank. Und ich möchte natürlich, genau, erzählen Sie es weiter, dass Sie noch ins Kino gehen. Der Film läuft natürlich noch. Und nächste Woche geht es direkt weiter mit der nächsten Veranstaltung aus dieser Reihe. Und das ist ein Film, der wurde gerade angesprochen. Lovestakes, der hat Filmgeschichte geschrieben, kann man so sagen. Denn er hat als erster alle Förderpreise Neues Deutsches Kino im letzten Jahr gewonnen. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie ihn sich an. Das ist was Besonderes. Vielleicht bis nächsten Sonntag und jetzt einen guten Nachhauseweg. Kommen Sie gut nach Hause.